Und herzlich willkommen beim Carving Carpenter. Heute mal mit einem etwas doch eher ja, ungewöhnlichen Projekt, weil in eigener Sache. Hat den einfachen Hintergrund, ich würde meiner Liebsten gerne mal eine kleine Freude machen, was dahingehend ein bisschen schwierig ist, weil sie im Normalfall immer alles ziemlich scheiße findet, was ich mache. Ich bin aber guter Dinge, dass das heute tatsächlich mal ein bisschen besser ankommt. Denn es hat nicht in erster Linie einen dekorativen Zweck, sondern tatsächlich einen eher praktischen. Und zwar hat die Gute einen Lieblingskamm. Und aus Plastik, so ein DDR-Retro-Design, hat sie schon ewig. Und der zerbröselt aber gerade mehr und mehr. Und man kommt relativ schlecht an genau diese Art von Kamm wieder ran. Und da habe ich mir gedacht, theoretisch könnte ich ja auch mal versuchen, das Ganze in Holz nachzubauen. Ja, habe mir dann ein bisschen, weil es soll ja auch eine kleine Überraschung sein, habe mir den heutigen Tag dafür ausgesucht, weil ich heute mal zufällig frei habe und sie nicht. Und ja, dann war so der große Plan, naja, dann schleichst du dich ins Bad, schnappst dir den Kamm, kannst den als Vorlage benutzen, bist du fertig. Diejenigen von euch, die noch ein bisschen mehr Haare haben, werden da jetzt vielleicht merken, dass ich da einen kleinen Denkfehler hatte. Aber der Gedanke, seinen Kamm tatsächlich mit nach draußen zu nehmen auf Arbeit, der war mir aus, ja, verständlichen Gründen so fern, dass ich das tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass die den tatsächlich mitschleppt. Aber sei es drum, wir leben ja nicht umsonst im Informationszeitalter. Und Internet sei Dank habe ich das Ding gefunden. So halbwegs in richtiger Größe ausgedruckt. Und der Grundgedanke ist jetzt, dass ich das einfach mal versuche nachzubauen. Dabei hat ein Kamm natürlich eine kleinere Schwierigkeit, die man ignorieren kann, aber die ich nicht ignorieren möchte, weil ich ja auch Wert darauf lege, dass das Ganze am Ende eine gewisse Stabilität an den Tag legt und nicht sofort wieder zerfällt. Und daher würde ich das Ganze gerne aus zwei Teilen machen. Und zwar, dass hier dieser Stielbereich bis nach vorne durchgehende Längsfasern besitzt und hier rechtwinklig zu diesem Stiel, die, wie sagt man da eigentlich, die Zinken. Die sollen ja aber auch wieder Längsfasern nach unten haben. Bedeutet, ich habe zweimal den Anspruch an eine Längsfaser, aber 90 Grad versetzt. Und dem gerecht zu werden, finde ich persönlich, das macht sich am besten, indem ich schlicht und ergreifend das Ganze aus zwei Teilen zusammensetze. Einmal Stiel, einmal Zinken, eingenudet, verleimt und dann die Übergänge einfach glatt geschliffen, gefräst, was auch immer, wie das dann am besten geht, dass das am Ende ein schönes Bild ergibt. Die Zinken werde ich versuchen auszusägen und dann einfach noch ein bisschen rund zu schnitzen, beziehungsweise dann auch wieder zu schleifen. Und zum Schluss ist der Plan, das Ganze dann einfach noch ein bisschen zu lackieren, in der Hoffnung, dass das soweit schön wird. Warum sage ich euch das alles jetzt schon im Vorhinein? Weil ich während des ganzen Projekts jetzt einfach mal meine Klappe halte. Es ist am Ende ein Kamm und kein Fachwerkhaus. Es gibt jetzt hier nicht so viel dazu zu sagen. Ich gucke, dass ich noch ein kleines hübsches Liedchen im Hintergrund finde und dann hoffe ich einfach mal, dass euch die Ausarbeitung ein bisschen Spaß macht. Und ich persönlich hoffe jetzt an diesem Punkt noch, dass das Endergebnis dann tatsächlich soweit auch hinhaut. Ich habe hier noch zwei Holzstückchen gefunden, die für meine Zwecke soweit gut funktionieren. Daraus kann ich den Grundkörper machen, das reicht von der Länge her gerade so. Und dieser Hirnholzabschnitt wiederum ist perfekt von der Zinkenlänge her. Da kriege ich auch noch was Sauberes raus. Genug gequatscht. Ran ans Werk. Wünscht mir Glück.
Da wären wir wieder. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt. Ich habe vorher noch nie einen Kamm gemacht. Man steht auf jeden Fall erstmal vor ein paar Herausforderungen, zwecks der verschiedenen Verbindungen und natürlich auch der filigranen Ausarbeitung, weil man reinweg nur mit Schnitztechnik halt wirklich ganz schwierig sauber in diese unterschiedlichen Ecken kommt. Ihr habt es gesehen, deswegen habe ich mir dann zwischendurch auch mal mit ein bisschen Fräsen weitergeholfen. Alles in allem bin ich ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Hier und da hätte man unter Umständen noch ein bisschen sauberer arbeiten können, aber dafür hätte ich jetzt wahrscheinlich auch einfach noch ein paar mehr von den Dingern machen müssen, dass man da irgendwo ein bisschen ein Feeling entwickelt. Ich zeige es euch jetzt einfach nochmal hier ein bisschen in der Nahaufnahme. Unter Umständen, also unter anderen Umständen hätte ich es jetzt wahrscheinlich geölt, weil ich dann einfach finde, dass die Maserung schöner rüberkommt. Hier habe ich jetzt einfach mal mich für die Lackierung entschieden. Einfach weil ich weiß, dass das bei der Person, für die es ist, besser ankommt. Ich musste mich auch arg zusammenreißen, hier jetzt nicht noch großartig irgendwelche Verzierungen reinzuschnitzen, weil das nun mal, das ist halt mein Stil. Ich mag Sachen, die möglichst schön verziert sind. Aber in dem Fall war das Credo so schlicht wie möglich, einfach nur, ja, ein schönes Endergebnis, was am Ende auch funktioniert. Also für meine Zwecke einwandfrei. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Ganze bei der beschenkten Person gut ankommt, dass ihr ein bisschen Freude an diesem kleinen Video hattet. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann.